Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA will erstmals dauerhaft ein Expertenteam nach Tschernobyl schicken. Der Vorstoß ist Teil eines Plans, ExpertInnen auf alle ukrainischen AKW zu verteilen. In Saporischschja ist die IAEA bereits seit September anwesend. Dadurch versucht die UN-Organisation, weitere russische Angriffe auf ukrainische Atomreaktoren zu verhindern. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, sprach von einem ganz besonderen Tag. Dies ist mein sechster Besuch seit Ausbruch des Kriegs. Das verdeutlicht bereits, wie wichtig es der IAEA und mir selbst ist, für Sicherheit innerhalb der gesamten ukrainischen Infrastruktur zu sorgen, sagte er. Tschernobyl ist Schauplatz des schlimmsten Atomreaktorunfalls der Geschichte, der sich 1986 ereignete. Ende Februar, zum Beginn des Kriegs, besetzte Russland das AKW zeitweise und schürte weltweit Sorgen vor neuen verheerenden Zwischenfällen. Derzeit laufen auch Unterredungen, um eine Schutzzone um Saporischschja einzurichten und einem möglichen Reaktorunfall vorzubeugen.